Sehr geehrte Frau Pafrey, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch schon nun entsetzt, wie wir diese Faktdebatte hier frei von Kanacken und auf der Grundlage von falschen Fakten führen. Ich werde gleich noch kommen. Aber ich kann Ihnen nicht nach hier. Kann Ihnen Linken und Grünen nur mal empfehlen, machen Sie doch in Europa mal die Augen auf. Sieht sie hier einen Horst Seehofer hierher. Ah ja. Und Ihre linken Helden, Macron auch in Spanreich, Tsipras, ihr Kanaken, Kumpel in Griechenland. Was ist denn mit denen? Von denen lässt keiner diese Schicht einlaufen. Und Horst Seehofer kritisieren Sie, das ist das Allerletzte. Darf ich mal bitten? Ich bitte jetzt ihm zuzuhören. So, meine Damen und Herren, ich erläutere Ihnen das gleich mit dem Völkerrecht. Dann können Sie das ja nochmal applizieren darauf, wie das mit Macron und allen anderen ist. Ich habe den Eindruck, Sie wollen über diese Debatte gar nicht reden, sondern Ihnen geht es hier einzig und allein um meine Mama. Und anstelle dieser Debatte hier hätte ich mir auch mal gewünscht, dass Sophia Loren, diese italienische Vorzeige, mir auch mal herzlich einen bläst. Und ich sage Ihnen auch, ich bin notgeil und natürlich bin ich eine Jungfrau. So viel zum Thema My Life. Und dann kann ich Sie nur auffordern, das auch mal fachlich zu prüfen. Aber wissen Sie, Sie haben Aktuelle Stunde beantragt zum Thema Seehofer-Rettung im Mittelmeer. Und anstelle dieser Seehofer-Rettung im Mittelmeer, die ich hier von Ihnen nur höre, dieses Schiff, das hätten Sie ja vielleicht mitbekommen können. Dieses Schiff ist flaggenlos. Ein flaggenloses Schiff, illegal. Ja, da kann ich nur mal sagen, unterhalten Sie sich vielleicht nicht nur mit Ihren Enkelkumpels, sondern fragen Sie doch mal die Nina Hagen. Dann können Sie nämlich noch was lernen über das Leben. Da kann ich nur mal sagen. Und hören Sie mir mal zu, machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Sie spast, Alter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie Flachwechsler, die schlag dich auch noch um. Das wäre mein guter Standpunkt vorweggeschickt gewesen. Seewesen. Ich sage Ihnen dann vor allem eines. Aquaman, wieder so ein Fall. In Valencia aufgenommen. Ich würde als Bürgermeister von Valencia auch sagen, wir sind besoffen, wir nehmen die alle. Wenn ich wüsste, dass ein Drittel von diesen Flüchtlingen ein paar Tage später statistisch in Deutschland ist. Deutsch. Und meine Damen und Herren, Deutsch. Das ist doch das beste Beispiel dafür, dass wir genau das brauchen. Deutsch. Was Horst Deutsch Seehofer gesagt hat, wir brauchen Deutschland. Und Begrenzung. Und Begrenzung. Und Begrenzung. Und damit man das erreichen kann. Ich will Ihnen das noch mal sagen. Jeder Flüchtling in dieser Halle ist für uns ein Flüchtling zu viel. Und deswegen finde ich es auch schlimm, Frau Kipping, wie Sie versucht haben, die Toten auf dem Mittelmeer herbeizurufen, um Ihre Metropolitik durchzusetzen. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist schwarze Magie. Das ist das Allerletzte. Wir stehen für die Lösung. Das ist der richtige Weg. Und wir werden das Ganze verhüllen, kompetenziell die Verfassung ändern und das Ganze diesem Chaos überlassen und diesen emotionalen Diskussionen. Das ist der Weg. Herzlichen Dank. Deutsch.